herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Männerlords. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So, wie es aussieht, ist ein Werkzeug fertig. Jo. Hat er da gerade hingelegt. Da gibt es halt noch keine Grafik dafür anscheinend. Hier. Aber da hat er gerade was hingelegt. Jetzt haben wir hier eine 1 stehen. Okay, sehr cool. Das heißt, wir können jetzt unser erstes Gebäude hier mal upgraden. Also nicht upgraden, wir können die Erweiterung nutzen. Ich würde jetzt hier einfach mal Gemüsegarten machen. Das ist jetzt breiter geworden. Sah gerade so aus, als wäre der Garten breiter geworden. Jetzt habe ich mal eingebildet. So, Minecraft. Hat auf jeden Fall schon das Werkzeug am Start. Okay, und kümmert sich sofort um den Gemüsegarten. Ich hoffe, es ist nicht so spät im Juni. Mal gucken. Ja, guck mal, die machen das sogar zusammen, sehr schön. Hermann und Minecraft arbeiten zusammen am Gemüsebeet. So, hier wird weiter Werkzeug gemacht. Hier haben wir schon wieder ein Werkzeug. Okay, die Häuser werden nicht beide. Alles klar. Oh nein, da sieht er dann wirklich bald aus wie ein Schrebergarten. So, die Grundstücke sind zu klein, wie es aussieht. Ja, die sind alle zu klein. Da kann ich keinen Gemüsegarten anlegen. Hier würde Gemüsegarten noch gehen. Die sind auch zu klein. So. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwo einen Blitz gesehen hätten. Zumindest klang es gerade so. So, ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Ich sammle mal noch ein bisschen Werkzeug und mache überall Gemüsebeet, wo möglich ist. Hier können wir auf jeden Fall noch machen. Irgendwo. Ich glaube hier. Sehr gut. Hier sieht man auch schon das erste Gemüse. So, ich mache jetzt hier einfach auch schon mal. Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich gerne die Häuser hier nochmal ändern will, aber die jetzt wegreißen finde ich blöd. Würde ich lieber sagen, dass wir hier noch ein paar Häuser hinbauen. Und die einfach ein bisschen anders gestalten, dann fällt das glaube ich auch nicht mehr so auf. Ah, guckt mal hier, wir können das auch unterteilen, wenn wir wollen. Das rotieren und so. Hier hätte ich gerne auch noch ein Haus. Das ist cool. Nice. So, okay. Ich würde wahrscheinlich schon mal die Kirsche bauen. Und die sollte natürlich ein bisschen mittig sein, ne? So. Okay. Könnte man theoretisch jetzt hier noch ein Grundstück machen. Ich finde das so geil, wie man das an die Wege ranbauen kann. Okay, das geht leider nicht. Oder? Doch, das geht. Aber egal, dann lass einfach hier so bauen. Lass so bauen, dann gehen wir zwei Häuser rein. Jeweils mit Kreuz. So, und hier ist jetzt die Riesenbaustelle. Wir bauen hier 1, 2, 3, 4 Häuser und hier eine Kirche. So, hier ist fertig. Der Sound. Okay, wir können upgraden. Let's go. Sieht's denn aus mit Nahrung? Okay, ja, wir haben nur noch Beeren. Das muss erstmal hier alles wachsen. Oh, die fangen an, die fangen an, die fangen an hier. Cool. Das macht ihr sehr gut. Da geht der Lord sogar bei schlechtem Wetter mal kurz raus und gucken. Und begutachtet die erste Ernte. Sehr schön.
Ja, wisst ihr was, Leute? Ich würde die jetzt hier einfach fertig machen lassen. Und wenn die fertig sind, würde ich die rausnehmen aus der Farm. Und dann würde ich Windmühle eine Familie zuordnen. Und im Ofen eine Familie zuordnen. So machen wir das dann gleich. So, machen wir die Kamera erstmal so. Lassen wir ein bisschen schneller laufen. Das sind übrigens schon 41 Einwohner mittlerweile. Ist noch gerade dabei, die Kirche zu bauen. Hier ist gerade auch jemand eingezogen. Wie sieht's aus mit Brennholz? 16 Monate, sehr schön. Zufriedenheit 56%. Mal gucken, was die Kirsche bringt. Ah, guck mal hier. Crops. 350, 370. Krass, wir kriegen übelst viel zusammen. Nice. Die fangen jetzt nochmal von vorne an. Ich würde mal Fellow machen. So, und gleichzeitig würde ich jetzt hier zwei Leute rausnehmen, also zwei Familien. Und würde einmal in der Mühle. Yay, sie ist animiert. Und im Ofen jemand einstellen. So, das heißt, wir kriegen jetzt gleich das erste Brot rein. Guck mal hier, bringt die auch schon die Getreidesäcke zur Mühle, sehr schön. So muss das. Ich glaube, wir können auch langsam mal einen Förster gebrauchen. Wobei, hier wachsen schon wieder Bäume nach. Aber ein Förster bald wäre trotzdem nicht verkehrt, schätze ich. So. Okay, dann gucken wir uns erstmal an, wie sie die Kirsche bauen. Mit animierter Mühle im Hintergrund. Sehr schön. Ein Plumpsklo. So, für die Kirsche muss natürlich der Lord nochmal persönlich vorbeischauen. Okay, unsere Siedlung hat ein neues Level erreicht, wie es aussieht. Schade, ich komme leider nicht rein. Oh, ist das gemein, die Tür geht jedes Mal zu, wenn ich rein will. Gott mag mich nicht, wie es aussieht. Sieht ja schön aus. Süß. Not bad. Ey, hier kommt langsam wirklich richtig Leben rein, ey. Voll cool. Ja, guck mal, jetzt haben wir zwei Skillpunkte. Das Problem ist nur, in der Demo kann man noch nicht skillen. Sehr, sehr schade. So, hier ist noch ein Haus, was am Entstehen ist. Und hier ist auch noch ein Haus, was am Entstehen ist. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Wir haben mittlerweile 17 Werkzeuge, was ganz schön viel ist. Dann würde ich den erstmal aus der Smithy wieder rausnehmen. Schmelzen dürfen die Leute trotzdem, würde ich sagen. Wie sieht's denn aus mit Bären? 0, 12... 0. Kann ich auch rausnehmen. Ich kann dich auch rausnehmen. Brennholz würde ich mal einstellen. Und Lampe Camp genauso nochmal ein. Können wir sogar drei machen. Dann kriegen wir sogar ein bisschen Vorrat rein. Wie sieht es aus mit Brot eigentlich? Essen. Wir haben unser erstes Brot. Ich würde mal hier noch einen zweiten einstellen. Und hier auch. Der Mühle. Wir haben nicht genug Geld für die königliche Steuer. Okay, wir müssen Steuern bezahlen. Es gibt ein Steuereintreibergebäude. Aber ich kann es noch nicht bauen. Ich brauche dafür Medium Village. Ich würde mal versuchen, die Sachen hier zu lösen. Wir müssen die Gebäude auf Stufe 2 bekommen. Also wir brauchen noch Entertainment und Clothing, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ich schätze mal... Ich brauche die Taverne für Entertainment, oder? Ich baue mal die Taverne. Auch wenn wir die jetzt noch nicht bedienen können, aber ich baue sie schon mal. So, Taverne ist fertig. Pantry. Die wird jetzt natürlich noch nicht funktionieren, aber ich würde mal gucken, ob Entertainment jetzt vielleicht schon... Nee, ist trotzdem nicht. Aber hier steht sogar. Die Qualität der Getränke der nahesten Taverne sind dafür entscheidend für Entertainment. Dann würde ich sagen, wir bauen noch Felder, noch mehr.
die Straße. Jetzt fällt. Lass mal so. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein Kreuz. Hier ein Kreuz. Hier ist auch noch ein Zugang. Ein Kreuz. Hier wäre ein Kreuz. Können auch so machen. Ah, ist cool. Mach mal. Ist ganz geil. Jetzt muss man halt mal festhalten, die haben halt was hinbekommen, was die bei Farbe Frontier nicht hingekriegt haben oder nicht gemacht haben. Dass du die Wege sehr individuell bauen kannst, dass es sehr organisch aussieht und dass du die Häuser, aber die Häusergrenzen entsprechend auch angepasst an die organischen Wege bauen kannst. Das ist ziemlich geil. So, Junge, ist mal aufgefallen, dass die Schatten, die sollten real-time sein. Also das sollten die Schatten sein von den Wolken, die geworfen werden. Mir kommt das zumindest so vor. Guck mal hier, hier ist ein bisschen Sonne, hier ist Schatten ringsrum. Das ist wirklich der Schattenwurf von den Wolken. Krass. So, es fängt an zu schneien. Ich halte nur die Kamera bewusst gerade still, weil dann können wir einen Timelapse machen auf YouTube. Das können wir schon bauen. Trading Post. Livestock Trading Post. Ich baue mal beides. Das bauen wir auch noch. Come on, people! Get to work! So cool, wie viele Leute mittlerweile mithelfen beim Bauen, ey. Da sind auch schon 60 Einwohner. So, Trading Post ist ready. Connected to Road Network, das ist schon mal gut. Also wir könnten jetzt Werkzeuge verkaufen. Hm? Import only, Export only, Preis 2 Silber. Target. Machen wir mal, dass wir auf 10 Werkzeuge runtergehen. Würde bedeuten, ich gehe mal davon aus, dass der König Silber will, ich hoffe es zumindest, dass wir eventuell so jetzt in der Lage sind, die Steuern zusammen zu bekommen für den König. Das ist ja geil. Ah, hier kann ich mir alles anzeigen lassen noch. Die restlichen Sachen. Also ich könnte jetzt auch Brot zum Beispiel ne traden, wenn ich will. Wie 8 Silber. Das ist echt zu viel wert. So, und ich kann jetzt hier auch Klamotten importieren lassen. Aber wir müssen erstmal einen Vorrat bekommen oder was in die Schatzkammer reinkriegen. Dafür wollte ich erstmal Werkzeuge verkaufen. Ich frage mich nur gerade, ob wir wirklich so viel bekommen für Brot. Import, Export only. Exportpreis. Das ist übelst viel wert, Leute. Ich gehe mal Target auf 200 und das alles, was über 200 ist, können wir exportieren. Mal sehen, ob sie auch alles gleich exportieren. Wir werden sehen. Ich mach mal so. Und so können wir vielleicht dann auch irgendwie Klamotten dran bekommen oder so. Mal schauen. Krass, es gibt sogar Umhänge. Schuhe. Lineclothes. Ale. Candles. Alter, was geht ab? Alter, das ist ja voll das Festival hier gerade. Übelst Party. Das ist wirklich wie ein kleines Fest, dass sie hier gerade die Felder bestellen. Voll gut. Okay, geil. Sau gut. Aber dann sieht man wieder, ne? Wir haben 11 Leute eingestellt, aber genau genommen sind es 11 Familien. Das sind 11 Familien, die daran arbeiten. Die reden sogar miteinander. Habt ihr gesehen gerade? Wie gut.
Das ist wirklich nur ein richtiger Zusammenhalt hier bei unserem Dorf in Biemlinghausen. Da wird zusammengehalten. Unsere Holzfäller haben auf jeden Fall ordentlich Baumstämme gefällt, ey. Guck mal. Ja, die selber waren voll. Geil wäre es, wenn wir die irgendwie upgraden können, irgendwie auch. Geht. Man kann die upgraden. Das Symbol ist einfach nur lost. Okay. Bin ich mal gespannt, ob die anders aussieht als die. Okay, man kann Gebäude auch andere Gebäude upgraden. Okay. So viele Leute, die da helfen, Alter. Die wird richtig groß, Alter. Okay, geil. Ich glaube, wir können die wieder wegreißen. Nice. Sieht's hier aus? Können wir nicht upgraden. Wir können den Bell-Sound ändern. Was haben wir denn? So, das sind nur die Häuser. Da geht noch nichts. Markt geht auch nicht. Da sind gar keine Leute drin. Sieht auf jeden Fall schick aus. Was mit dem Bauernhof und so? Upgraden. Mühle auch nicht. Ofen auch nicht. Zwei Häuser gibt man hier rein, die man auch upgraden kann. Machen wir das mal. Okay, hier ist Barley. Emma. Und Flachs. So, dann würde ich sagen, wir bauen schon mal die Gebäude dafür. Okay, also hier können wir Flachs in Leinen umwandeln. So. Hier können wir Barley weiterverarbeiten für Ale. Und ich hätte gerne eine Brauerei. Die bauen wir irgendwie gegenüber oder daneben oder so. Okay. Straßen. So, hier hätte ich gerne auch noch eine Straße, die durchgeht. Oh, sorry. Ein bisschen smoother vielleicht. So, okay. So, dann sind wir erstmal wieder einiges zu bauen. So, Gebäude ist fertig. Hier können wir jetzt das Leinen weiterverarbeiten. Hey, give us a hand over here. Ey Leute, dadurch, dass wir jetzt Silber haben, hier können wir Milch produzieren mit Ziegen. Hier können wir Eier produzieren. Let's go. Voll geil. Weil wir unser Brot verkauft haben. Und Ziegen. Sehen wir die jetzt auch? Müssen, die müssen das noch bauen. Under construction. Okay, alles klar. Dann halte ich mal die Kamera hier drauf, dann gucken wir mal. Geil. Ah, da. Da muss der Lord persönlich mal gucken gehen. Hallo. Voll geil. Okay, hier müssen dann irgendwo die Hühner sein. Da ist ein Huhn. Ja, hier ist ein kleiner Cocky. Okay, cool. Ja,
So. Ist es fertig? Ey, es ist so cool, Leute. Machen wir nochmal Ziegen. Okay. So, wie sieht's aus? Wir haben noch 87 Crane. Okay, wir haben das fast aufgebraucht. Wir haben aber 350 Brot auch mittlerweile. Wir haben auch 440 Gemüse. Also die Gärten, die bringen einiges. Also ich glaube, Nahrung ist jetzt bald kein Problem mehr, Leute. Hier nochmal Hühner. Müssen wir gucken, dass wir wenigstens ein bisschen Geld über haben für die Steuern. Und hier mache ich auch nochmal Hühner. So, okay. Alles klar. Ist schon ganz schön gewachsen, das Dorf, oder? Guck mal so von hier. Ist schon ganz schön groß geworden. Ist auch ein bisschen idyllisch. So mit den Bergen im Hintergrund und so. Sieht jetzt ganz nice aus schon. So, hier ist unsere kleine Flachsfarm. Sehr schön. Hier sind jetzt die Ziegen. Hier sind die Hühner. Nice. Ich guck mal, ob wir automatisch Schafe da haben oder nicht. Kann jetzt sein, weil es noch eine Beta ist. 22 passen da rein. Okay. Und eine Farm für die Schafe brauchen wir. So, mal gucken, ob Schafe drin sind oder nicht am Anfang. Vielleicht müssen wir die auch ertraden. Jetzt, was ich hier gerade sehe. Das Flachsfruchtbarkeit ist was komplett anderes als zum Beispiel für Getreide und so, wie es aussieht. Hier ist Getreide gut. Flachs ist hier gut. Okay, immer wieder was gelernt. Barley ist hier gut. Ist hier ziemlich schlecht tatsächlich. Hier wäre auch gut gewesen. Schafe. Import only. Target. 2. Ich würde auch ein paar Ochsen nehmen. Target. Auch 2. So, und wir haben das erste Barley ready. Jo, die sind fertig hier mit Feldern ernten, mehr oder weniger. Dann lasst schon mal anfangen, Bier herzustellen. Hier ist die Brauerei. Get to work, lads. So, hier machen wir Malz draus. Come on, people. Und hier wird es gebraut. Flachs. So, hier ist Flachs, die Fruchtbarkeit sehr hoch. Und für Ale. Ich mache mal auch, dass hier 4 Leute arbeiten. So. Okay, machen wir so hier. Und jetzt müssen wir das noch einstellen. Macht mal hier als nächstes Flachs. 71% immerhin. 69% gibt man hier. Okay, let's go. Wir haben Schafe, Leute. 1. Hey, give us a hand over here. Ochse? Ach krass, Mann, wir haben jedes einzelne Tier hier aufgelistet. Schaff. Yo! Oh Mann! Das ist schon so gut funktioniert. Ja, das ist unser erstes Schaf, Leute. Wir brauchen aber noch ein zweites, damit wir züchten können. Ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall schon mal Wolle ran. Es geht mit ihm, Alter. Ich würde mal schätzen, das ist der Bäcker. Oder er ist sauer. So, und ich stelle noch weiter fleißig Werkzeug her. Sehr gut. Okay, so, lass nur mal gucken jetzt. Entertainment haben wir. Wir müssen auch noch Clawfinger zum bekommen, Leute. Und hier sind die Schafe.
das haut doch gut hin. Das sieht doch gut aus. Dann machen wir jetzt hier einen Wiefer-Workshop dazwischen. So, und gleichzeitig müssen wir auf dem Marktplatz Clothing. Hier bieten wir ja die ganzen Stoffe an und so. Würde ich jetzt einen schon mal einstellen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier auch noch einen Punkt reinkriegen. Die zwei Sachen, falls ja, können wir upgraden auf Level 2. Ich hoffe, das geht so. Es kann halt auch sein, dass wir noch Leder brauchen. Wir könnten natürlich, um sicher zu gehen, wir können ja mal schauen, was Leder kostet und das ertraden. Nur importieren. Kostet ganz schön viel. Aber wenigstens ein bisschen was können wir ja mal importieren. Wir probieren es einfach mal. Ich glaube, wir müssen noch einen Hitching Post bauen, oder? Damit wir den zweiten Ochsen noch benutzen können. Oder? Reicht einer. Ey, vielleicht reicht auch einer. Let's get to work! Ich frage mich, warum wir hier einen einstellen müssen. Das hat ja die ganze Zeit schon funktioniert eigentlich. Ready to upgrade. Yes, Leute, wir haben's. Wir haben's. Clothing haben wir beides jetzt voll. Wir können auch noch mal ganz kurz gucken, zu überprüfen. Wir haben halt Leder, bieten wir jetzt einerseits an am Marktplatz. Und Cloth. Zwar nicht viel, aber es scheint den Leuten zu reichen, keine Ahnung. Und Wolle gibt's ja genau genommen auch bald. So, Upgrade. 4 Timber brauchen wir. Okay, sollte ich erstmal die hier machen? So, und gleichzeitig würde ich mal noch schon ein paar Holzfäller wieder einstellen, dass wir mehr Holz haben. Let's get to work. Okay, let's go. Müssen wir vielleicht dann bald auch mal einen Förster machen, ne? Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Jetzt bin ich immer gespannt, wie das gleich aussieht. Ah, guck mal. Ja, wir haben jetzt sogar 2 Ochsen. Wir haben extra noch einen zweiten Ochsen geholt. Jetzt kann man 2 Baumstämme transportieren. Das ist cool. Gucken wir mal von hier. Das ist übrigens ziemlich cool gemacht, ne? Man hat ja richtig gesehen, wie die hier, man sieht das sogar gerade, wie die hier sogar jetzt wieder was wegnehmen. Weil die das komplette Dach austauschen. Und das wird doch bedeutend höher, das Gebäude jetzt. Also es ist wirklich Bauteil zu Bauteil. Voll geil. Na, guck mal hier, ey, das wird jetzt nice. Ich mach mal klein wenig schneller. Also wenn ich noch ein bisschen mehr Geld hätte, würde ich glaube ich nochmal so 1-2 Ochsen holen vielleicht. Wobei 2 sind schon gut. Hm? Hier haben wir schon 4 Baumstämme. Jetzt gehen hier nochmal 4 hin. 2 sind schon da. Alter, die bauen das komplette Haus um, ey. Das ist abgefahren. Ach cool, das wird jetzt richtig fachwerkmäßig, ja? So wie es aussieht. Okay, ist fertig. Level 2. Ja, ich kann ja nichts mehr anklicken. Okay. Bin mal gespannt, wie das jetzt aussieht. Weil bisher sehen ja alle Gebäude irgendwie verschieden aus. Ich denke mal, das wird bei den Stufe 2 Häusern auch so sein. Ziemlich sicher. Gehe ich mal fest von aus. Ich mach mal ein bisschen schneller, dann gucken wir uns das von hier an. Hier haben wir schon 40 L mittlerweile. Sehr geil. 14 Cloth, 2 Leder, aber immer noch keine Wolle. Mal gucken, ob wir kommendes Jahr dann Wolle bekommen von den Schafen. Bin gespannt. So, wir können auch schon wieder 2 Häuser upgraden. Wir haben 8 Timber. Oh, es ist so cool, wie das halt komplett anders aussieht. Also in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht sieht das Gebäude anders aus, aber voll geil. Also im Vergleich zu dem. Ist das gut, ey. Ich hoffe inständig, dass noch eine 3. Stufe hinzukommt. Dann, wenn der an dem Spiel weiterentwickelt, ist ja geil. Und eine 4. Stufe. Und eine 5. Wenn jetzt das 3. fertig ist, also das 3. Level 2 wird, dann haben wir die nächste Quest gelöst endlich. Bin gespannt, was danach dann kommt, ey. Machen wir hier Interface aus, einfach weil es geil aussieht.
Wenn die die Bäume weghauen, Alter, das ist so laut. Wie? Das ist jetzt Stufe 2 bei dem dritten Haus. So, wir haben die Quest gelöst, sehr geil. Wir müssen jetzt ein Manor-Haus bauen. Der Witz ist, ich glaube, das geht noch nicht. Was ist das hier? Aber das Gebäude an sich kann man schon bauen. Okay, dann lass das machen. Wir müssen das einzäunen, Leute. Dann können wir das bauen. Das ist ja abgefahren. So, wir gehen. Ah, hier kann ich das Geld bauen. Let's go, people! Hier können wir auch noch einen Eingang reinbauen. Was kostet das? Gar nichts, so wie es aussieht. Hier mache ich auch noch einen Eingang hin. Hier. Let's get to work. So. Okay, die fangen jetzt auf jeden Fall an, das zu bauen. Da bin ich mal gespannt, ob die auch den Zaun machen. Schauen wir mal. Dann würde ich aber ganz schnell hier nochmal was umstellen. Ich glaube, den brauchen wir hier nicht unbedingt. Den Hitching Post muss man nicht unbedingt besetzen. Das funktioniert, glaube ich, auch so. Oh, ist das geil. Jetzt sind die Wiesen wieder schön saftig. Das mag ich ja. Yay! Okay, lol. Sie bauen noch den Zaun jetzt. Müssen wir uns also merken, ne? Man muss immer erst diesen Eingang bauen. Dann geht's. Was? Sehr schön. Freut mich, dass ihr so mit dem Zaun anfangen. So, und rein theoretisch, wenn das fertig ist, können wir dann hier dieses Manor-Haus reinbauen. Jetzt wird das noch nicht gehen. Aber steht da dabei. Must be built within a Bailey. Den Text Collector müssen wir mittlerweile eigentlich auch bauen können, ne? Wir sind ja mittelgroß. Aber da ist ein Schloss davor. Das verstehe ich nicht. Vielleicht müssen wir erst das Manor House bauen. Vielleicht geht das erst danach. Machen wir ein bisschen schneller. So, das ist auch fertig. Jetzt müssen noch ein paar Baumstämme von den Ochsen her geliefert werden, damit wir den restlichen Zaun fertig bauen können. Silber. Sehr, sehr geil. So viel hatten wir noch nie. Ich glaube, kurzzeitig hatten wir schon mal so viel. So, ist fertig. Und jetzt? Let's go, people! Ja! Stimmt, wir brauchen immer noch keine Steine, ne? Yo, dann gibt's auf jeden Fall noch eine dritte und vierte Stufe. Wobei ich fast denken würde, dass das in der Demo noch nicht drin ist. Weil hier zum Beispiel können wir nichts mehr erhöhen. Ey, es ist halt total abgefahren, ne? Weil es ist jetzt nah mit Farfus Wonch hier. Das nächste Game, das nächste geile Aufbauspiel mit unfassbar, unfassbar viel Potenzial. Das ist krass. Absolut genial. Bim. Ey, bloß gut, dass wir einen zweiten Ochsen geholt haben. Können wir mal eben ganz schnell. Trading Post, Ochsen, Target. 3 Stellen. Machen wir sogar mal auf 4. Wir haben genug. Wir haben 85 Silber. Alter, das ist gerade der übelste Sturm, das geht. Feiert das so, wie halt wirklich Step by Step jeder einzelne Schritt, jeder Balken und so einzeln hinzugefügt wird. Ist das cool?
Mittlerweile 31 Timber, sehr gut. So, fertig. Okay, wir haben jetzt Richtlinien freigeschaltet. Die gibt es aber noch nicht in der Demo. Und 150 Einfluss haben wir nochmal bekommen. So. My home, my castle. Hab ich abgeschlossen. Ready to upgrade. Also, ja, wir können weitere Häuser upgraden. Was ist das? My home, my castle. Das haben wir gelöst. Das ist der Zweck. New family, manor house. So, ja. Das ist eine gute Stelle ausgewählt, glaube ich. Sieht das geil aus. So, können wir das jetzt schon bauen, das Gebäude? Jo, können wir. Wir müssen das aber auch innerhalb von diesem Bereich hier bauen, alles klar. Okay, bauen wir als nächstes Tax Collector. Let's go. Garrison Tower. Muss auch hier drinnen gebaut werden. So, okay. Hätten wir... Also wenn ich das richtig sehe, sind das die letzten Gebäude, die wir bauen können. Mehr geht dann in der Demo noch nicht. Wir haben ja quasi jedes Gebäude gesehen, was aktuell geht. Okay, wir bauen das mal fertig, wir schauen mal. Aber man darf ja nicht vergessen, ne? Hier oben wo... Hier oben wo... Hier zum Beispiel Steine. Dann haben wir irgendwo auch Clay gehabt. Hier Salz. Steine. Eisen. Nee, aber allein, dass es Steine gibt. Und wir haben bisher noch nicht einmal Steine benutzt. Kann man fest davon ausgehen, dass es noch mehr Stufen gibt, dann später in der Vollversion. Ey, hoffentlich bekommt das Game Multiplayer. Das wäre halt richtig Pock. Das würde ich übelst feiern. Oh, sind wir schon fertig, oder? Okay, das ging schnell. Das ist hier unser Steuereintreiberhaus. Und hier bauen die jetzt nach dem Wachturm hin. Mitten im Regen. Sehr, sehr hübsches Spiel. Ist wahrscheinlich das hübscheste Aufbauspiel ever, würde ich fast sagen. Mir fällt zumindest jetzt kein Aufbauspiel ein, was so gut aussieht. In der Perspektive und so ist das schon absolut beeindruckend. Ist schon krass. Ich muss ja wirklich sagen, ich hatte bei diesem Game, bei Manor Lords, die ganze Zeit so ein bisschen die Befürchtung, dass das so ein Blender wird, wisst ihr? Weil ich habe ja auch schon die Screenshots gesehen vor 2-3 Jahren oder so. Und ich hatte da gedacht, oh, das sieht übelst geil aus. Andererseits immer so ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach nur geil aussieht, aber da steckt nichts dahinter. Die Demo sorgt am Ende jetzt nur dafür, dass ich mir wieder denke, übelst geiles Fundament. Und man sieht, wohin die Reise geht, anhand der Mats und Ressourcen und so weiter. Dass das Game später auch durchaus komplex werden könnte. Wenn weiter fleißig dran gearbeitet wird. Worüber ich mich sehr freue. Ja, allein solche Sachen, dass die Wolken einen separaten Schatten werfen. Guckt mal, seht ihr das hier? Das ist halt wirklich animiert. Also je nachdem, wie die Wolken oben sich bewegen, haben wir unten Schatten oder nicht. Das ist halt schon krass, ne? Ich find's geil. Ich find's geil. Okay, hier können wir an die Kirche Abgaben machen. Okay, und hier können wir einstellen, wie viel Silber wir pro Monat pro Familie haben wollen. Machen wir mal ein Silber. Dafür finden die uns 6% schlechter. Wir sind aktuell bei 63%. Trade Tax gibt's auch noch. Dann gibt's noch eine Kriegssteuer. Okay, das ist krass. So, und dann bauen wir den Turm hier fertig, bitte. Da ist das gute Stück. Sehr beeindruckend, gerade mit den zwei Toiletten davor. Sehr geil. So, Moment, das muss ich mir noch eben als Lord angucken. Ey, ohne Scheiß, Leute, ich bin ein bisschen hyped, muss ich sagen. Also, wir haben uns das natürlich erstmal alles angeguckt, glaube ich, was man machen kann in der Demo.
Ich bin aber hyped auf die weitere Entwicklung von diesem Spiel. Ich will unbedingt in diesem Spiel mehr Stufen haben und mit Steinen bauen und Burgen bauen und Kriege führen. Also von mir, klare Empfehlung, kauft euch das Game, supportet den Entwickler. Weil ich glaube, es ist nur einer, oder? Oder ein sehr kleines Team. Umso geiler wird hoffentlich das Spiel. Wäre zumindest mein Call. So, denkt an den Daumen, denkt an Feedback, Leute. Ne, Support ist immer nice und hilfreich und ja, hilft mir auf jeden Fall weiter. Und ja, das war es dann erstmal auf jeden Fall auch mit dem Spiel an sich, beziehungsweise mit der Beta. Sobald da irgendwie was Neues geht und so, werde ich auf jeden Fall wieder reinschauen im Livestream und mal gucken, wenn es cool ist, dann auch wieder für YouTube. Ich habe große Hoffnung, was das Game angeht. Das Potenzial ist unglaublich, die Grafik ist genial. Jetzt müssen halt nur noch Inhalte folgen und Daumen drücken, Leute, dass es geil wird. Ne? Ich hoffe es wirklich, weil das Spiel ist jetzt schon, also ist... Ich habe große Hoffnung. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Tschüssi.